Moin Leute und willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um die variablen Typen. Damit habe ich euch ja schon lange irgendwie versucht, euch Angst zu machen. Nein, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Es gibt ein paar Typen, die muss man sich halt merken und die darf man irgendwie nicht miteinander vermischen. Das heißt, ich darf nicht in die Zahlen Buchstaben reinschreiben und umgekehrt. Ist halt so, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie verständlich. Wenn ich eine Zahl speichern möchte, kann ich keinen Buchstaben speichern. Und umgekehrt macht das auch irgendwie wenig Sinn. Deswegen, ja. Okay. Fangen wir an mit dem sozusagen einfachsten Variablen-Typ, mit dem man auch am meisten machen kann irgendwie. Und zwar Booleans. Die nennen sich kurz Bool. Schreibt sich sogar so. Und wir können hier auch einfach hinschreiben. Also ihr erinnert euch, mit Let kann ich irgendwelche Variablen-Typen zuweisen. Mit Doppelpunkt und dann den Typ kann ich sagen, was für ein Typ das tatsächlich ist. Okay, ein Bool hat einen Wahrheitswert. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, wir haben entweder True. Oder wir haben False drin stehen. Sozusagen 1 oder 0. True ist 1, False ist 0. Das ist sozusagen ein einziges Bit. Und was anderes kann nicht drin stehen. Mit denen kann ich echt viel machen. Die brauchen wir in If-Anweisungen. Und ja, diese If-Anweisungen, die habt ihr ja schon zur Genüge wahrscheinlich benutzt. Wir sagen hier If. Und dann kommt hier eigentlich auch ein Bool rein als Bedingung. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, if x. Ups, kein Doppelpunkt, eine geschweifte Klammer wollte ich eigentlich. If x, dann führe den Code hier aus und ich gebe das jetzt gerade mal hier so rein. So. Und was das jetzt macht, heißt if, also wenn x den Wert wahr hat, x ist ja ein Boolean, das heißt, er kann true, wahr oder false, falsch sein. Also wenn x wahr ist, dann führen wir dieses Teilchen hier aus. Okay. Wir bilden jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Naja, es passiert gar nichts, denn wir wissen ja, x ist false. Das heißt, diese Abfrage wird niemals wahr sein. Wenn wir jetzt aber hier true reinschreiben, dann ist das Ganze true. Also wir geben hier quasi dieses Printline aus. Okay. Ja, wie kann ich die jetzt irgendwie sinnvoller miteinander verknüpfen? Naja, ich kann verschiedene Booleans verknüpfen. Da gibt es sozusagen Operatoren, die man in solchen Booleans benutzen kann. Und die sind wirklich sehr hilfreich. Wenn ihr sehr, sehr viel darüber wissen wollt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich habe eine ganze Serie dazu gemacht, nennt sich Logik. Und da die Aussagenlogik ist wahrscheinlich für euch am interessantesten. Man kann die Dinger mit und oder verknüpfen. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach noch einen zweiten Bool. Sowas hier. Y. Und Y wird mit und verknüpft. Das heißt, wir sagen jetzt hier, okay, wir wollen bilden. Und was passiert? True wird ausgegeben. Warum? Gut, dieses doppelkaufmännische und bedeutet, wenn x wahr ist und wenn y wahr ist, also es müssen wirklich beide wahr sein, ansonsten wird dieses Printline hier niemals ausgeführt. Naja, es sind ja beide wahr, aber wenn ich jetzt auch nur ein einziges auf False setze, dann wird es nicht mehr ausgeführt und wir sehen, dass wir nichts sehen. Also hier bei diesem kaufmännischen und müssen beide hier wahr sein. Okay, es gibt auch noch das oder, da reicht es, wenn eins davon wahr ist. Es können aber auch beide wahr sein, also das wäre das oder. Wir sehen, wenn ich das jetzt ausführe, dann wird false ausgegeben, also es spricht, dieses Printline wird ausgeführt und x ist false gewesen. Das heißt, das hier wird ausgeführt, sobald eine von beiden Variablen wahr ist. Also entweder es y wahr oder x ist wahr oder es sind beide wahr. Dann wird dieses Printline ausgeführt. Okay, was ich noch machen kann, ist, ich nehme ein nicht, also quasi die Negation davon. Dazu brauche ich aber nur eine Variable, deswegen lösche ich das Y gerade mal hier raus. Wenn Y falsch ist, heißt das sozusagen. Also wenn jetzt Y falsch ist, dann wird diese If-Bedingung wahr und dann wird diese Gleichung, oder nicht Gleichung, diese Anweisung ausgeführt. Okay, also wenn ich das jetzt hier gebildet habe, dann wird False ausgegeben, sprich dieses Printline wird tatsächlich ausgeführt, weil x falsch ist. Das heißt, es ist sozusagen die Negation von x davon gemeint. So, und jetzt kann ich die wildesten Kombinationen damit machen. Ich kann sagen, und y oder x und nicht y oder was weiß ich was.
Also ich kann die mit Klammern verknüpfen, ich kann alles Mögliche damit machen. Das können richtig, richtig lange Bedingungen hier werden. Und damit kann ich richtig aufwendig irgendwelche Sachen kombinieren. Wenn ihr dazu ganz viel wissen wollt, wie gesagt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Logik ist die Kategorie, die ihr hin wollt. Findet ihr unter theoretisch Informatik. Gut, weiter geht's. Wir haben genug von Booleans. Jetzt wollen wir Characters. Jetzt wollen wir mal was Nasses haben. Booleans sind so trocken. Da brauchen wir auch nur noch einen. So, Characters, wie gesagt, wir müssen das nicht angeben, aber ich möchte es gerade mal angeben. Schreibt sich Char für Character und ist ein einzelner Buchstabe. Zum Beispiel X. Ah, ist vielleicht ungünstig gewählt. Ich nehme mal A. Gut. Was das ist, es ist einfach ein einzelner Buchstabe und er wird halt ausgegeben. Mein Gott, ja, ist nichts Besonderes. Rust hat allerdings die Besonderheit, dass es nicht nur ein Byte benutzt, sondern es hat tatsächlich Unicode. Zumindest heißt es das. Das heißt, ihr könnt hier ein bisschen mehr machen als sonst. Ihr könnt in Char theoretisch, soweit ich das weiß, auch noch ein Ü reinpacken. Allerdings funktioniert da irgendwas noch nicht. Wie gesagt, Rust ist noch irgendwie in den Kinderschuhen. So ein bisschen zumindest. Und ich habe noch Probleme mit dem Ü ausgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es an meiner Codierung liegt oder ob es tatsächlich an Rust selbst liegt. Aber eigentlich sollte man sogar sowas ausgeben können. Ich zeige es euch gerade kurz. Theoretisch sollte sowas auch gehen, aber es funktioniert genauso wenig. Naja, also wie gesagt, Rust ist da noch nicht ganz so weit. Oder auch mein Editor, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Chars sind einzelne Buchstaben, zum Beispiel ein A. Gut. Numerische Typen, wie zum Beispiel Integer, habt ihr kennengelernt. Integer sind ganzzahlige Typen, also zum Beispiel I32 bedeutet, ihr habt 32 Bit zur Verfügung, eure Zahl darzustellen. Das bedeutet aber wiederum, ihr seid begrenzt. 32 Bit sind nicht unendlich viel, es mag euch unendlich viel vorkommen, aber es ist nicht unendlich viel. Ihr könnt bei Rust folgende Sachen machen, damit ihr die größte und kleinste Zahl abfragen könnt. Ihr könnt eingeben I32 Doppelpunkt Doppelpunkt und dann könnt ihr sagen Max Value, Max Bodenstrich, ups, Value. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch angucken, wie groß ist die größte Zahl, die ich darstellen kann. Das wäre in dem Fall ja ziemlich groß, aber manchmal eben doch nicht so groß. Was passiert denn, wenn ich jetzt 1 hier drauf addiere? Naja, gucken wir mal nach. Was passiert, wenn ich 1 auf die größte Zahl addiere, die ich überhaupt darstellen kann? Dann kriege ich in Rust einen Fehler. Das heißt, wieder einmal ist Rust extrem geil. Es gibt keinen Speicherüberlauf mehr. Für die Leute, die nicht wissen, was Speicherüberlauf ist, wenn ich in Java zum Beispiel auf die größte Zahl, die ich kriege, plus 1 addiere, dann komme ich wieder bei der kleinsten Zahl raus. Das geht hier nicht mehr. Es gibt tatsächlich einen Fehler. Okay. Die kleinste Zahl, die habe ich vergessen, die kriegen wir, indem wir sagen, statt Max Value, Min Value. Wer hätte es gedacht? Eigentlich auch ziemlich easy. Kommt man auch drauf. Das ist die kleinste darzustellende Zahl. Sehen sich sehr ähnlich, nur dass die eine Minus vorm Komma hat. Okay. Wenn ihr mal extrem viele Zahlen mehr darstellen wollt, dann habt ihr, oder weniger Zahlen, dann habt ihr hier, das sind 32 Bit, dafür steht diese 32 übrigens. Das I steht für ganze Zahl mit Vorzeichen, die 32 steht für die Bitanzahl. Ihr könnt hier 8 Bit benutzen, dann habt ihr nicht mehr so viele Zahlen, viel, viel weniger, um genau zu sein. Ihr könnt 16 Bit benutzen, dann habt ihr halt halb so viele Zahlen. Und ihr könnt 64, also 32 habe ich euch ja gezeigt, und ihr könnt 64 Bit benutzen. Dann habt ihr extrem viele Zahlen. So, und wenn ihr noch mehr Zahlen wollt, dann könnt ihr auch noch sagen, okay, das Vorzeichen interessiert mich nicht, ich will nur positive Zahlen. Dann könnt ihr das U benutzen. Da könnt ihr genauso hergehen und sagen 8 Bit, 16 Bit, 32 Bit, 132 geht nicht, 64 Bit, größer geht nicht. Was dieses U macht, hat ja dann auch noch die Zahlen, die negativ waren, vorher für die positive Seite zur Verfügung. Das heißt, ihr habt noch mehr Zahlen zur Verfügung. Okay. So, und zu guter Letzt gibt es dann noch, also zumindest von den primitiven Typen, die ich euch jetzt zeigen möchte, Arrays und so weiter, zeige ich euch dann nächstes Video oder übernächstes Mal schauen. Wie gesagt, der eigentlich vorletzte Typ ist der Float. Der Float hat entweder 64 oder 32, weniger geht hier nicht.
Nehmt normalerweise den 64, das interessiert eh keinen, wie viel Speicher ihr verbraucht. Für Floats nimmt man, oder Floats sind Floating Point Numbers, das bedeutet Fließkommazahlen. Das heißt, ich kann hier sowas machen wie 1,23. Okay, jetzt kann ich x hier wieder ausgeben. Achtung, das ist ein Punkt, kein Komma. Komma funktioniert nicht, Komma wird für andere Sachen benötigt. Und wenn ich das jetzt ausgebe, dann habe ich hier ein Okay. Wenn ich jetzt hier allerdings sage, ich habe ein i64, ups, dann sehen wir, wir kriegen hier tatsächlich schon wieder Mismatch Types. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich auch schon wieder zur Kompilierzeit einen Fehler. Und der sagt uns schon vorher Bescheid, dass wir irgendwie Mist gebaut haben. In Java oder anderen Programmiersprachen ist es einfach so, hier wird abgeschnitten. Das heißt, wenn ihr 1,23 reinschreibt in einen Integer, bleibt einfach nur 1 stehen und der Rest verschwindet. Hier müsst ihr tatsächlich darauf achten, dass ihr den richtigen Typ benutzt habt. Deswegen ist Rust auch nochmal so toll. Das ist wirklich einsteigerfreundlich eigentlich und es hat extrem viele Features. Okay. Ja, wie gesagt, die anderen komplexeren Datentypen zeige ich euch alle nacheinander und das reicht auf jeden Fall mal fürs Erste. Aber vergesst nicht, ihr könnt ja auch einfach sagen, mir ist der Datentyp egal, mach du das für mich. Und let x gleich 1, 2, 3. Und das funktioniert wunderbar. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.